liebe Filmfreunde, hier ist euer Voorhees 82 mit einem neuen Voorhees schaut an Video für euch. Und in der letzten Ausgabe, da ging es ja um den Film Der Biss der Schlangenfrau. Und wie mir dieser Film gefallen hat, da könnt ihr gerne mal einen kleinen Blick riskieren und vielleicht ist der Film auch was für euch. Heute begeben wir uns zu einem Psychothriller und zwar zu dem Film Tod im Winter aus dem Jahr 1987. Dieser Film wurde veröffentlicht von X-Rated, dem großen roten X von meinem lieben Freund, dem lieben Apple. Und als ich beim Apple zu Hause war, haben wir auch das Oktober-Update gedreht und da war auch dieser Film mit dabei in einer großen Hardbox. Ja, die Tagline klang wirklich extrem interessant. Sag ich mal auf, Apple, kann ich mir den Film ausleihen? Ich würde ihn gerne angucken. Und dann freilich, kein Problem. Nimmst du das Mediabook mit, denn das ist nicht so wichtig für mich. Und dann kannst du auch gerne das Buch auch mal durchlesen. Und auch das werden wir auch tun. Und ja, der Film geht 101 Minute, also eine ganz normale Filmlänge. Und bin auf den Film schon sehr gespannt. Klingt auch wirklich sehr spannend. Und mal gucken, wie der Film bei mir abschneiden wird. Ich bin wirklich gespannt. Ich habe von dem Film noch nichts gehört. Kennt ihr den Film schon? Gerne die Kommentare reinschreiben. Und auf jeden Fall, das werden wir jetzt auch jetzt gleich mal tun. Wir werden den Film angucken. Und danach gibt es immer mal eine Besprechung vom Booklet. Natürlich auch Wissenswertes von dem Film. Und dann noch meine persönliche Meinung zu Tod im Winter. Wir legen los. Zum Essen gibt es heute nur ein bisschen Protein. Müsli mit Milch und einen Protein-Grieß-Pudding. Ich denke, das müsste wunderbar ausreichen für den Film. Und natürlich immer ein bisschen H2D2. Und ja, das war's auch schon. Und wir starten durch mit dem Film Tod im Winter. Bis gleich, für euch in 5 Minuten, bei mir eben in 101 Minute. Und Film ab. Ja, liebe Filmfreunde, das war Tod im Winter oder auch Dead of Winter. Wow, was für ein ruhiger, spannungsgeladener, atmosphärischer Thriller, der richtig spannend war, obwohl er wirklich sehr ruhig war, aber durch die Charakterentwicklung, durch die Charakterdarstellung einfach nur phänomenal. Ich muss echt sagen, dieser Film hat mich wirklich doch beeindruckt und auch der Schluss war richtig, richtig spannend. Kann diesen Film jetzt schon mal euch schon mal empfehlen, aber zuvor, danach gibt es erst noch das Booklet zum Durchlesen, dann noch ein bisschen Wissenswertes über den Film herauszufinden und dann
gibt es meine persönliche Meinung zu Tod im Winter, aber jetzt schon mal war ich schon mal sehr beeindruckt von diesem Film. Wir sehen uns gleich wieder und dann gibt es mein Schlusswort. Und das war der Film Tod im Winter aus dem Jahre 1987 und was soll ich sagen, wow, dieser Film hat mir verdammt gut gefallen, war sauspannend, obwohl er wirklich sehr ruhig erzählt war. Aber dieser Film hat mich komplett in den Bann gezogen und das hat er hier wirklich sehr gut gemacht. Der Film geht 101 Minute und diese Zeit verging wie im Fluge. Das Medienbuch ist hier ungeprüft ab 18 freigegeben, aber ansonsten ist dieser Film eigentlich ab 16 freigegeben, was auch voll und ganz in Ordnung ist. Regie führt hier der Arthur Penn und er hat auch Filme gemacht wie zum Beispiel Bonnie und Clyde, Little Big Man und auch Alice Restaurant. In Hauptrollen haben hier gerade mal drei Stück, aber die haben es wirklich in sich. Unser Mary Stenbergen ist die Katie, hat mitgespielt bei Zurück in die Zukunft 3 und auch bei Philadelphia. Dann Rhodey McDougall, den kennen wir natürlich vor allem aus Fright Night und auch aus Planet Affen als Cornelius. Er ist hier Mr. Murray. Und Chad Rupps ist der Dr. Lewis, hat mitgespielt bei Targets, der einzige Zeuge, sowie auch bei Die Vögel 2. Um was geht es nun bei Tod im Winter? Ja, Casey McGovern fällt die Decke auf den Kopf. Ihr schauspielerisches Können liegt auf Eis, der Gatte muss aufgrund eines gebrochenen Beines das Haus hüten. Überraschenderweise bekommt sie dann nach einer kurzen Vorstellung sofort eine Rolle. Allerdings muss sie für die Dreharbeiten eine abgelegene Villa aufsuchen und das, obwohl die Gegend dort vollkommen zugeschneit ist. Doch die Dreharbeiten entwickeln sich anders als erwartet. Soviel schon mal zu der Geschichte von diesem Film. Ich wollte nicht zu viel verraten, denn das ist wirklich verdammt gut gemacht. Kommen wir mal zu dem Medebook-Booklet. Geschrieben wurde es vom Dr. Marco Stieglecker. Eine Lesezeit haben wir hier von ungefähr 15 Minuten. Und hier geht es erstmal um das Gaslighting und seine Bedeutung. Dann Inhaltsangabe zu dem Film. Dann Gothic Horror und seine Geschichte. Arthur Penn, die Regielegende. Und nochmal die Vorlagen auch zu Dead of Winter. Auch hier schon mal sehr interessant zu lesen. Ging aber auch recht schnell von den Lippen abzulesen, also ging es auch wirklich recht zügig. Wissenswertes gibt es hier leider nicht sehr viel zu erfahren bei diesem Film. Der Film wurde aber in Ontario, Kanada gedreht und 2,4 Millionen Dollar hat der Film in den USA eingespielt. Und deswegen komme ich auch dann direkt auch gleich zu meiner persönlichen Meinung von diesem Film. Und auch von diesem Film habe ich jetzt nicht Großartiges erwartet. Ein schönes, wieder spannender Film haben wir jetzt erwartet. Aber was wir bekommen haben, war wirklich was ganz Besonders für mich persönlich, denn dieser Film ist verdammt ruhig erzählt und das ist jetzt hier nicht im negativen Sinne. Der Film ist wirklich sehr, sehr ruhig. Er lebt wirklich von den Dialogen als auch von den darstellenden Leistungen und natürlich auch von der Geschichte, die auch komplett aufgelöst wird. Und da sehe ich schon mal hier den größten Pluspunkt von diesem Film, nämlich die Story ist komplett aufgedeckt. Es gibt keine Fragen ganz zum Schluss, wieso, weshalb, warum. Es ist einfach wunderbar erklärt. Und das hatte hier schon mal dieser Punkt, schon mal einen sehr großen Pluspunkt. Der Film dazu noch hat eine extrem dichte Atmosphäre, die spannend aufgebaut ist, trotz allem, dass er ruhig ist, aber vor allem durch die Charaktere und natürlich auch durch diese verschneite Abwesenheit von der ganzen Situation, macht dieser Film noch mehr spannender, weil man nicht genau weiß, kommt sie hier wieder raus oder auch nicht. Auch ein Unbehagen macht sich bei durch die Charaktere. Und an manchen Stellen hätte aber auch Katie ein bisschen anders reagieren können, um das Ganze auch ein bisschen zu beschleunigen. Aber natürlich soll dieser Film auch bis zum Ende spannend gehalten werden. Und das ist er auf jeden Fall geworden. Obwohl er wirklich sehr ruhig ist. In den letzten Minuten wird es dann ein bisschen actionreicher, aber auch das eher nur im Detail. Ansonsten wirklich ein sehr, sehr spannender Film mit einer extrem dichten Atmosphäre. Kommen wir zu den Charakteren. Und hier sehen wir wirklich die größte Stärke des Films. Nämlich diese drei Hauptcharaktere, die hier gespielt haben, haben ihre Rolle fantastisch gut gespielt und die ziehen auch eigentlich wirklich in den Bann. Der Film lebt durch die Dialoge und natürlich auch durch die Schauspielerleistung von den Darstellern. Vor allem natürlich hier, Katie spielt ihre Rolle extrem überzeugend, nämlich auch hier drei Rollen auch abzuarbeiten und jede dieser drei Rollen ist hier wirklich verdammt gut gemacht.
und sie trägt auch den kompletten Film auf ihren Schultern. Und das ist auch hier wirklich extrem spannend. Und vor allem auch die Dialoge, die hier geführt werden, trotz des ruhigen Momentes, ist einfach wirklich knisternd. Und man merkt richtig ihr an, wie unbehaglich das Ganze für sie ist. Und das wird auch ihr sehr gut gezeigt. Mr. Murray, gespielt eben von Rodney McDougall, unglaublich gut. Dieser Mann ist einfach nur einfach ja, gruselig vom Anfang bis Ende dieses Films. Durch seine ruhige Art und durch sein Auftreten macht er ein unbehagliches Gefühl, sobald er bei ihr ist. Einfach nur Gänsehautmomente bekommen wir hier. Er ist auch sehr undurchsichtig, man weiß nicht genau, was der jetzt gute Mann vorhat. Sowie auch natürlich dann sein Patient, kann man sagen, nämlich der Dr. Lewis, wirkt durch seine Behinderung, Gehbehinderung, eher als netter, ruhiger Mann, älterer Herr, der natürlich auch jedem eigentlich auch helfen möchte, aber dann im Laufe des Films sich doch zu was ganz anderem entwickelt. Auch das extrem gut dargestellt, auch hier wieder extreme, sehr gute Dialoge geführt und einfach, das ist wieder das Fundament dieses Films, die Dialoge sind hier wirklich verdammt gut gewählt. Zu den Kulissen, Kamera und auch zu den Effekten muss man klipp und klar sagen, die Villa ist einfach nur so sehr detailreich auch dargestellt worden und natürlich auch urig, eben diesen düsteren Gothic-Touch hatte diese Villa auf jeden Fall auch, aber die auch durch das Schneebedeckte, durch diese Abgeschiedenheit von der Zivilisation, kann man hier wirklich sagen, auch das trägt diese Atmosphäre extrem gut bei. Und irgendwie, das Ganze ist extrem düster. Der Film kommt wirklich so wie fast mit gar keinen blutigen Effekten daher, braucht er auch nicht, ist auch völlig unnötig, denn dieser ganze Film erzeugt durch die Dialoge, durch die Szenensetzung und natürlich auch diese Charakterentwicklung von Dasha auch extrem viel Spannung, ohne irgendwelche großartigen blutigen Effekte zu haben. Auch die musikalische Malung wird auch hier spannend in Szene gesetzt worden und ich muss hier wirklich sagen, dieser Film hat mich wirklich überzeugt, ihn nochmal angucken zu wollen, denn der war wirklich verdammt gut. Ein Film, den man sich irgendwie einmal angucken sollte, unbedingt angucken sollte, auch hier ein kleiner Kleinod, kann man ja sagen, aus den 80er Jahren, der eigentlich so nicht mehr so wirklich aktuell damals war. Der Film geht in Richtung Alfred Hitchcock auch, also von der Machart und wirklich verdammt spannend. Wie gesagt, von dieser Charakterentwicklung, von den Dialogen her, ein ruhig erzählter Psychothriller, der in die Haut geht und ich kann euch diesen Film wärmstens empfehlen. Wer diesen noch nicht gesehen hat, jetzt unbedingt angucken. Und deswegen bekommt von mir Tod im Winter oder auch Death of Winter von mir 8,5 von 10 Punkte. War ein richtig guter Film und hat mich wirklich von Anfang bis Ende gut unterhalten. War sauspannend und denke mal, dieser Film wird, denke ich mal, bevor wir abgibt zum lieben Apple, nochmal in den Player landen. Ja, das ist meine persönliche Meinung zu Death of Winter oder Tod im Winter. Jetzt ist ihr gefragt, wie fand ihr denn diesen Film? Genauso gut wie ich oder kennt diesen Film gar nicht? Also gerne in die Kommentare reinschreiben. Wenn ihr ihn nicht kennen solltet, jetzt unbedingt besorgen und den Film angucken, denn er ist wirklich richtig gut. Ja, das war's von mir. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und Tschüss.